Moin liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Revolution Online. Und wie versprochen habe ich jetzt mal nachgeguckt, was diese Attacke ist. Das hier ist Risiko-Tackle. Risiko-Tackle möchte ich nicht und damit sage ich nein danke. Dann habe ich geguckt, was dieses Lickturb oder wie das ist, ist. Und es ist, wie ich dachte, es ist Schlurp. Sehr überraschend. Ja, es ist Schlurp und ja, ich weiß nicht, ob wir da unbedingt einen Enteron gegen tauschen wollen. Aber gut, wir hätten Schlurp im Pokédex und wie ich schon gesagt hatte, man braucht für manche Dinge und für manche Gebiete, wie war das, 130 Pokémon oder so. Also müssen wir uns Gedanken machen, Leute, die brauchen die Pokémon. Ist einfach so. So, dann kommen wir hier raus. Hier oben noch mal reingucken. Ich will eigentlich nur eine Heilung kurz. So, über diesen Weg kommen wir jetzt übrigens schneller nach... Ja, was ist das hier für eine Stadt? Die Stadt mit Erika als Arenaleiterin. Das ist Celadon City. So, wir heilen uns jetzt mal eben, damit unser Gengar wieder trainieren kann. Wobei das Gengar gegen Psycho-Pokémon auch scheiße sein wird, ne? Ich glaube, Psychokinese ist sehr effektiv gegen Gengar. Oh, guck mal da. Leute. Da sind Jesse und James. Aber da kommen wir nicht hin, würde ich sagen. Irgendwie werden wir da sicherlich irgendwann noch hinkommen, aber jetzt wohl bestimmt noch nicht. Also fahren wir erstmal weiter unseren Fahrradweg lang. Und ich hoffe, dass die Pokémon jetzt, die restlichen da eher so Gift sind und nicht Kampf. So, schauen wir mal erstmal Last Jennifer. Oioioi. Ich glaube, Feuer ist jetzt auch nicht unbedingt das Beste gegen... Oh, ist auch relativ gut gegen Geist. Na, wobei es geht. Damit haben wir Stufe 41. Das haben wir ja schon in unserem Pokédex. In der Mitte müssen wir gleich auch nochmal anlabern. Das hier ist ja ein schwaches Kampf-Pokémon, das geht ja. Aber da, gut, Machop ist auch nicht so hart. Oh gut, hauen wir alle mit einem Schlag weg. Das, so können ruhig Kampf-Pokémon kommen. So, den hier haben wir auch noch. Auf dem Zettel. Mankey. Mankey, das war auch irgendwo... Da habe ich mich früher gefreut, als ich Mankey das erste Mal gefangen habe. Schon lustig, ne? So, das war schon eine geile Zeit damals. Wie man das alles so abgefeiert hat. Falca Hideo. Sauber, das wird Stufe 42 sein für Gengar. Ruben. Ja, sehr schön. Auf den Smogmog. Smogmog sind schön easy. Ja, kriegen wir jetzt vielleicht schon Stufe 43. Ein One-Hit. Und damit haben wir gleich Stufe 43. Down! 43. Was hat Gengar so? 117 Leben jetzt. Ja, Gengar hat echt nicht so viel Leben für sein Level.
Kann man das nur von vorne anlabern? Ja, irgendwie so richtig gucken will er da nicht. Komisch. Ist denn irgendwo was drin oder was? So, dann labern wir die Olle mal an. Hey, you. Ja, cool. Mehr sagt sie nicht. Hey, you. Ist so mitten im Mittelfeld hier und sagt nur hey, you. Oh, da hinten ist noch ein Pokéball. Den holen wir uns gleich. One-Hit. Okay, das wird ein bisschen schwerer. Oh, super. Er hat es einfach überlebt. Shadow Punch. Sauber! Sieg! 16.000 Erfahrung. Jetzt hätten wir schon genug Kohle für die Safari-Zone. Oh. Shadow Punch. Alter, das zieht nicht ansatzweise so viel ab wie... Alter Schwede, das zieht ja fast gar nichts ab. Also Shadow Ball ist schon um einiges besser. Payback zieht auch gar nicht. Dann, welches Pokémon wechseln wir jetzt ein? Shiftry. Shiftry muss Training, muss noch trainiert werden. Was scheiße war an Machomai und was vielleicht ganz gut ist, dass ich Machomai im Prinzip aussortiert habe. Oder Machomai, wie auch immer man sie aussprechen möchte, es aussprechen möchte. Es war sau langsam. Es hat selbst gegen Pokémon, die 20 Level unter ihm lagen, nicht als erstes angegriffen. Kann man das glauben? Es war wirklich, ist wirklich wahr. Ich habe es ausprobiert. Ich bin zu alten Arena-Leitern und so weiter gereist. Wir müssen mal eben kurz gucken, was es hier so im Busch gibt. Oh, eigentlich nichts Besonderes. Hm. Shiftry mal nach vorne. Hier rechte Seite müsste, glaube ich, noch einer sein, den ich nicht, gegen den ich noch nicht gekämpft habe. Nikolaus. Voltorb. Ah, sauber. Self-Destructs und ich bin unter der Erde im Prinzip. Richtig gut. Besser kann man das nicht einsetzen. Leaf Storm. Attack, Recoil, Haarschläge, Lowers. Krass, das müssen wir eigentlich mitnehmen. Oh, fuck. Scheiße, Mann, das ist doch... Das ist doch die stärkste Attacke, die es bei Pflanze gibt. Aber wenn ich das mache, dann, ja, dann verliere ich Cut, Dick, Flash, Fade. Ich verliere irgendwas Krasses. Flash kann ich noch nicht mal. Oh, doch, Flash könnte ich verlieren. Warte mal, ist das nicht eigentlich ein... Wie heißt das? Ein VM oder so? Warte mal kurz. Ich muss mal kurz gucken, ob ich noch Flash im Rucksack habe. Scheiße, ich kann gerade nicht gucken, ob ich im Rucksack habe oder was. Warum nicht? Scheiße. Flash kann doch bestimmt noch irgendjemand anders lernen. Ich mach das mal. Okay.
Ist das nicht eigentlich ein... Doch, das ist ein HM. Und trotzdem konnte ich es jetzt verlieren. Leaf Storm. Dann lernt das nämlich Flash. Auch nicht er. Ich glaube, Tauboss könnte das lernen. Und Tauboss hat... Ja, Gast ist eine scheiß Attacke. Ja, machen wir Tauboss. Flash. Das scheint nicht zu funktionieren. Okay. Warum geht das nicht? Okay. Okay, also können die das doch alle nicht. Keiner kann's. Keiner kann's, Leute. Naja, vielleicht brauche ich Flash in nächster Zeit erstmal nicht. Jamal, den Jamal, Raoul habe ich auf jeden Fall, aber den Jamal, habe ich den Jamal auch gemacht, gehabt? Ja, sieht so aus. Gut. Ich würde sagen, scheiße. Das einzige Pokémon, das bei mir Blitz kann, hat gerade... Und Feint brauche ich, weil der nächste Gegner soll wohl dunkel sein. Und da brauchen wir das. Dick. Dick brauchen wir auch. Dick ist cool. Gerade um Sachen zu finden und so. Das ist unentbehrlich. Wirklich unentbehrlich. Wir können jetzt eben noch mal hier gucken, was dieses Haus hier kann, was der Typ da drin mit uns macht, oder? What brings you to my house? Ah, you thought this is a house where you can get the HM fly, didn't you? Okay, also für den können wir was machen, aber Flug gibt er uns nicht, der Spacken. Leider nicht, schade. Das wäre, glaube ich, eigentlich der Typ gewesen, wo man einen normalen Flug bekommen hat, im normalen Spiel. Schade. Wir müssen uns echt langsam Gedanken machen, wo wir als nächstes hin sollen, ey. Weil das Ding ist, kommen überall nicht weiter. Wobei doch. Stimmt. Wir holen uns jetzt einfach Surfer in der Safari-Zone. Beziehungsweise, das machen wir in der nächsten Folge. Ich werde jetzt schon mal loscruisen. Und in der nächsten Folge... Ja, in der nächsten Folge holen wir uns Surfer. Das muss es irgendwo in der Safari-Zone geben. Ich weiß zwar nicht wo, aber das werden wir schon rausfinden, Leute. Also, ich sag dann erstmal Tschüss und bis zur nächsten Folge. Ach, und bleibt stabil, ne? Und lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat.